Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Logistikforum. Mein Name ist Patrick Spielberg von der SVP Akademie. Ich mache einen kurzen Soundcheck mit Ihnen und da würde ich bitten, auf Ihrem Webinar ein Handzeichen zu geben, damit Sie mich hören können. Sehr gut. Unten haben Sie ein Fragefeld. Dort können Sie Ihre Fragen eingeben, wenn Sie welche haben. Die werden dann nach dem Vortrag beantwortet. Sollte es zeitlich ausreichen, Referenten zu, dann werden wir noch im Nachgang beantwortet. Sie haben in Ihrer Chatleiste den Anmelden für das kommende Webinar bzw. den kommenden Vortrag, da können Sie gerne draufklicken und anmelden. Das war's von mir. Ich übergebe an Herrn Lüschka und wünsche Ihnen Ja, vielen, vielen Dank, Herr Spielberg, für die sehr nette Einführung und auch herzlich willkommen und schönen guten Morgen von meiner Seite. Mein Name ist Martin Lischka. Ich leite die Unternehmens- und Produktstrategie sowie das Marketing bei der Quantron AG und ich freue mich heute im digitalen Logistikforum im Jahr 2022 Ihnen unsere Themen näher bringen zu können in den nächsten 30 bis 40 Minuten. Insbesondere werden wir heute einen Fokus legen in das Thema, so wie es hier auch auf Englisch dasteht. Zero Emission Solutions for People and Goods. Insbesondere gehen wir da auch tiefer ein in das ganze Thema batterieelektrische und wasserstoffbetriebene Fahrzeuge, die Trends da dazu und eben die Quantron globale Vorausschau, den Global Outlook, wie wir das Thema auch bei uns intern bespielen. Und da freue ich mich eben auch auf eine rege Teilnahme, auch gerne auf Fragen dann im Nachgang. Und mit der Vorstellung von meiner Seite eben angefangen, was habe ich vorher gemacht? Ich habe vorher immer in dem Bereich Elektromobilität gearbeitet, vorher im Volkswagen-Konzern für das ganze Thema Audi e-tron, den Audi e-tron SUV auch gelauncht, habe dann einen Zwischenstep gemacht bei einem Startup in München, habe das Hypercar von Automobili Pininfarina, den Battista, zusammen mit den Kollegen von Rimac, Sie kennen den Mathe Rimac mit Sicherheit, gelauncht und bin eben jetzt bei Quantron für unser Portfolio der Fahrzeuge und der Zero Emission Solutions for People and Goods eben verantwortlich. Und diese sehen Sie hier mit unserem schönen Bild, das auch vor gerade mal 2 Wochen entstanden ist. Unser Portfolio wächst, gedeiht, um eben die Challenges und die Solutions dieser Welt dann zu bewerkstelligen, die global existieren. Sie haben global heutzutage sehr, sehr viele Themen, die einprasseln auf unsere Logistikumfänge, die eben auch jeden Tag eine Rolle spielen im täglichen Leben und Handeln. Und Sie kennen die Greta Thunberg schon seit einigen Jahren, die hat eine Bewegung losgelöst und losgestoßen. Der müssen wir auch mit nicht nur Fridays for Futures im Hintergrund, sondern eben auch für unsere zukünftigen Generationen Sorge tragen. Sie kennen die ESG Goals. Ein Unternehmen heutzutage kann nicht nur einfach operieren und wirtschaften. Es muss auch Economic, Social und Governance-Ziele erreichen. Und auch da haben wir alle zusammen die Notwendigkeit und das Ziel gemeinsam auch umzusetzen, nachhaltig zu operieren. Und nachhaltig ist nicht nur CO2-Reduktion, das ist viel, viel mehr. Wenn Sie diese Reduktion von CO2 oder auch die ESG-Goals nicht erreichen als Unternehmen in der Logistikbranche, aber auch in jeglicher anderen Branche, dann kriegen Sie von den Kollegen von Moody's, von Standard & Poor's, von Fitch ein schlechtes Rating. Und dann wird ein CEO, ein CFO relativ schnell unter Druck kommen. Und da haben wir eben auch seitens Quantron Lösungen im batterieelektrischen Truck- und Busbereich, genauso wie mit unseren Brennstoffzellen gepowerten Fahrzeugen. Klar, Riesenchance, der European Green Deal, den Sie links unten sehen. Und ich weiß nicht, wer jetzt vor 4, 5, 6 Wochen mal an der Tankstelle getankt hatte. Die Spritpreise waren auf Rekordhöhen. Das gekoppelt mit den hohen CO2-Taxen, mit den hohen CO2-Abgaben, die sie auch zu leisten haben in der Logistikbranche als Unternehmen, als Konzern. Das befeuert sehr, sehr stark das ganze Thema nachhaltige Logistikketten, nachhaltige Lösungen, die eben wir auch bei Quantron forcieren. Ich hätte jetzt ein Video da dabei, das überspringe ich aber jetzt und das können Sie bei uns dann auf der Website beziehungsweise dann auch in YouTube sehen. Leider gibt das hier von der Übertragung nicht optimal, deswegen würden wir das einfach im Nachgang dann Ihnen auch zur Verfügung stellen. Und ich gehe einfach relativ zügig weiter und stelle Ihnen ein wenig Quantron vor, weil Quantron ist auf der Mission to Zero Mission.
Ein schöner kleiner Reim, aber was bedeutet das? Kanton ist 3 Jahre jung und doch so alt, weil wir eben Teil der 140-jährigen Haller-Geschichte sind. In der 5. Generation eben vom Andreas Haller, unserem Gründer, der das ganze Thema Quantron 2019 gegründet hat und auf die Straße gebracht hat. Mit seiner Erfahrung von 250.000 Fahrzeugen in der Haller-Gruppe, die geserviced wurden, repariert wurden, refitted wurden und auch verkauft wurden. Und da basieren wir eben unsere ganze Erfahrung eben jetzt auf dieser ja doch relativ stolzen Zahl als kleines Unternehmen aus Augsburg, das eben jetzt global wachsen wird. Und global wachsen kannst du nur als Unternehmen mit den Produktionskapazitäten, die wir in Deutschland, die wir in Spanien, der Türkei, China, zukünftig auch in den USA haben werden. Und ich sage immer, Elon Musk war in der zuerst Produktionshölle, dann in der Auslieferungshölle, dann in der Servicehölle. Diese wird uns nicht passieren, weil wir heute schon 700 Servicepartner in Europa haben für die Fahrzeuge, die Sie vorhin gesehen haben, für die Trucks, für die Busse, für die Transporter, die voll elektrisch und brennstoffzellenbetrieben fahren. Alles, was Quantron tut, hat 0 Gramm CO2 am Auspuff, der nicht vorhanden ist. Sprich, alles das, was wir heute haben im Angebot, hat keinen Auspuff, hat keinen Tank für Benzin oder für Diesel. Und daraus ergeben sich natürlich unlimitierte Möglichkeiten. Wir haben in der Welt da draußen einen hohen Bedarf zu elektrifizieren mit nachhaltigem Strom, aber auch mit nachhaltig kreiertem Wasserstoff. Und das bietet die Quantron AG. Und eben die Historie, die ich genannt hatte. Quantron hatte vor mittlerweile 140 Jahren die erste Disruption schon hinter sich. Quantron war das erste Taxiunternehmen in Augsburg. Und zwar auch noch mit Pferdekutschen. Und die erste Disruption war quasi auch schon nachhaltig, weil Pferde haben 0 Gramm CO2. Und da hat man dann eben 1882 gesagt, okay, das nächste, was jetzt kommt, ist nach dem Pferd das Fahrzeug. Und das Fahrzeug ist eben dann Diesel oder nicht batteriebetrieben, sondern benzinbetrieben dann auch auf die Straßen gekommen. Und das wurde eben in den ersten Generationen gemacht. Dann kam Quantron aus dem Haller, aus der Haller Company hinzu und hat angefangen, Retrofitting zu betreiben, bestehende Fahrzeuge zu entdieseln und mit eigenen Batterien, mit eigener Kompetenz zu versehen. Was aber eben in Zukunft passiert, und da sehen Sie es mir nach, dass ich nicht alles zeigen kann, weil das eben auch strictly confidential ist. Wir planen, das Portfolio auszubauen in Richtung Truck, Bus und eben auch Transporter, nicht nur für Europa, sondern Sie sehen auch ganz, ganz links den Hauber angedeutet für die USA. Und das passiert nur, wenn man die Kompetenz aus der Vergangenheit zusammennimmt mit der Kompetenz der Zukunft, mit unserem Management-Team, das in Summe 350 Jahre Automotive-Expertise hat, um eben die Zukunft dann zu gestalten. Und die Zukunft bedeutet eben nicht nur Fahrzeuge, nicht nur Metall auf die Straße zu bringen, sondern eben eine Plattform aufzubauen. Wir nennen das Ganze hier bei uns Quantron as a Service, und das können Sie sich relativ simpel so vorstellen. Quantron as a Service ist nichts anderes als ein 360-Grad Zero Emission Product and Solutions Ecosystem. Das passiert mit dem Strom produzieren, mit unseren Solarkollektoren auf dem Dach, aber das können wir eben auch bei Kunden bewerkstelligen, aus Windenergie. Und eben der überschüssigen Energie, die man dann hat, wenn die Batteriepuffer schon voll sind, dann das mit einem Elektrolyseur, Wasserstoff, dann letztendlich dann auch zu speichern und eben auch den Wasserstoff für die eigene Flotte, aber auch für die Kundenflotten dann generieren zu können. Das geht dann in die Quantum Power Stations. Sie sehen es hier angedeutet. Wir können dann eben auch nicht nur Fahrzeuge laden, sondern auch Fahrzeuge befüllen mit Wasserstoff, der nachhaltig generiert wurde. Und dann kommt eben das ganze Thema Quantum in Zeit, sprich unsere LKW, aber auch unsere Busflotte, die wir in den Business Units Retrofit, Power für Batterien und Mobility für Neufahrzeuge bewerkstelligen. Um im letzten Schritt dann natürlich das vor Kunde dann auch zu servicen können, unsere Telematikdienste anwenden zu können und am Ende dann dem Kunden eine Green Transportation Solution für die Logistikkette anzubieten und eben nicht nur ein Fahrzeug auf die Straße zu bringen, sondern eben die komplette Prozesskette. Und das eben in den Business Units, wo Sie sehen es, 2020, man sieht die Linie nicht, sondern wir wachsen und wir werden auch wachsen, insbesondere im Bereich Mobility mit den eigenen Fahrzeugen, die wir gemeinschaftlich entwickeln
und das Ganze dann bündeln in unseren Quantron as a Service, um eben, wir nennen es Empower the Future, in Zukunft die Nachhaltigkeit auch in den Logistikketten zu bewerkstelligen, für Menschen und für Güter. Das passiert nicht nur hier in Augsburg, sondern das passiert global mit unseren Sales- und Partner-Offices. Und Sie sehen es hier, wir haben eine breite Anzahl an Partnern und eben auch Standorten und Legal Entities auf den relevanten Kontinenten. In Europa, Nordamerika, Südamerika, Afrika und Asien. Und um das eben dann zu bespielen, und das hatte ich auch schon erwähnt vorhin, braucht man ein großes, ein starkes Team. Und um das Team auch einmal hier noch emporzuheben, wir haben hier aus jeglicher Blickrichtung des Automotives für Trucks, für Busse, für auch Pkw die Kompetenzen zusammengesammelt, die bei uns im Unternehmen dann das ganze Thema forcieren. Und natürlich haben wir nicht nur Pläne, sondern wir haben auch schon heute Ratings für uns selber durchgeführt. Ich hatte vorher erwähnt, die ESG-Goals. Und das ist wichtig, nicht nur für Quantron, das ist wichtig für jedes Unternehmen, für jeden unserer Teilnehmer hier auch zu wissen, dass eben nach diesen ESG-Goals in Zukunft auch die Welt und insbesondere die Finanzwelt und die Unternehmenswelt gesteuert wird. Und da sind wir eben auch sehr, sehr stolz drauf, dass wir geratet wurden und zwar mit dem Rating Very Good auch belegt wurden als nachhaltiges Unternehmen. Und wofür das Ganze? Natürlich ist im Fokus der Kunde und der Addressable Market, wie wir es nennen. Ein Kunde muss letztendlich nicht nur zufriedengestellt, sondern eben auch überzeugt sein von dem, was wir als Unternehmen, was jedes Unternehmen, das Logistiklösungen anbietet, umgesetzt wird. Und wenn man sich anschaut, wo ist denn der Markt? Und ich spreche eben jetzt auch zu Ihnen, aber wenn wir sehen, wo bewegt sich der Markt hin? Ich habe jetzt hier dieses Beispiel genommen, der Zero Emission Vehicles, im Heavy-Bereich, sprich, Sie sehen hier den amerikanischen Hauber, aber auch die 44-Tonnen-Sattelzugmaschine als Repräsentanten dessen. Wir werden in Zukunft in die Richtung gehen, dass sämtliche dieser Fahrzeuge irgendwann nach 2050 elektrisch oder wasserstoffbetrieben sind und die wenigsten davon noch als Diesel fungieren. Das ist eine globale Total Sales-Vorhersage von den Kollegen von IHS, Standard & Poor's. Ich behaupte sogar, das könnte schneller vonstatten gehen, wenn man eben schaut, wie schnell sich jetzt eben auch die elektrische Welt auf den Straßen wiederfindet. Und um da aus der globalen Sicht ein wenig unsere weiter tiefere europäische Sicht zu gehen, und das sehen Sie auch hier, haben wir die Flotten mal zusammengezählt. Und Sie sehen auf der linken Seite den Case A und auf der mittleren Seite den Case B. Case A, die Straße gesperrt ist, dann kann die Führung dann. Können Sie es nochmal wiederholen? Hallo? Nee, alles in Ordnung. Okay, ich dachte, da wäre eine Zwischenfrage gewesen. Und zwar, der Case A zeigt relativ schön, was passieren würde, wenn wir jedes Fahrzeug, das auf den Markt kommt, im Commercial Vehicle Bereich, in den Nutzfahrzeugen, wenn jedes Fahrzeug einfach nur durch eine Neuzulassung elektrifiziert und dementsprechend als Forecast dann nachhaltig gestaltet werden würde. Und das würde bis zum Jahr 2040 dauern, wenn man wirklich die Flotte einfach nur durch Neuzulassungen ersetzt. Quantron geht den Case B, den zweiten Ansatz zu sagen, wir transformieren eben auch nicht nur neue Fahrzeuge, die auf den Straßen dann elektrisch oder wasserstoffbetrieben sind, sondern wir haben auch die Möglichkeit zu repowern. Sprich, Sie haben eine Sattelzugmaschine oder einen Transporter mit einem Dieselmotor. Das Auto oder das Fahrzeug kann ganz neu sein, das kann aber auch schon 3-4 Jahre im Markt sein und eben gefahren sein mit 100.000 Kilometern auf dem Tacho. Sie können mit der Quantron-Lösung, aber eben auch mit dem Retrofit-Business, das wir betreiben, diesen Diesel rausnehmen. Der wird verwertet und in einen Sekundärmarkt gegeben. Da wird nichts weggeschmissen, aber diesen können wir dann ersetzen durch eine E-Maschine, eine Lithium-Ionen-Batterie und diese dann eben dann vom Lifecycle verlängern einmal, aber eben auch nachhaltig gestalten. Und wenn alle an einem Strang ziehen würden, Neuregistrierungen als auch das ganze Thema Retrofit, dann könnten wir in unserer Modellrechnung und in dieser Theorie schon im Jahr 2026, 2027 komplett Zero Emission sein. Und das sagen Ihnen diese zwei Cases hier. Das heißt, mit vereinten Kräften, mit den OEMs könnten wir eben das bewerkstelligen, aber natürlich, das ist eine Modellrechnung, nicht die optimale Welt.
Die Wahrheit liegt irgendwo zwischen dem Jahr 2026 und dem Jahr 2040. Wie wir es machen, und das ist einer unserer unsere Lösungen und unserer Ansätze auch, wir haben den Kunden IKEA in Wien, und genau diese Kollegen haben sich eben auch zu den ESG-Goals verpflichtet und möchten sehr, sehr schnell die ganzen Logistikketten umsetzen, um einen Moment. Sorry, das war gerade unser CEO, der hier gerade reinkam. Sorry für die Unterbrechung. Und zwar haben wir die Kollegen von IKEA mit diesem Fahrzeug beauftragt bekommen und haben das Fahrzeug geretrofittet und umgesetzt als elektrisches Fahrzeug und haben da über 30 Fahrzeuge eben auch schon in Wien mit unserer Retrofit-Lösung am Fahren. Wie geht es aber weiter? Und das sind die Existing and Future Business Model Vehicles and Solutions. Letztendlich haben wir ein Vehicle and Solutions Portfolio und das ist zweigeteilt. Das ist einmal das ganze Thema batterieelektrische Fahrzeuge, aber das ist auf der zweiten und wirklich auch wichtig für Long Distance, Long Haul und Heavy Truck Sichtweise das ganze Thema Fuel Cell elektrische Fahrzeuge. Und Sie sehen es hier, die magische Grenze, die wir hier sehen in unserer Modellrechnung, abhängig von Fahrleistung, von Distanz, aber eben auch von der Beladung der Fahrzeuge, ist irgendwo bei 250 Kilometer plus minus. Wo es Sinn macht, sich ab 250 Kilometer mit dem korrekten Use Cases dann unsere Brennstoffzellenfahrzeuglösung auch anzuschauen, insbesondere für den Bereich Europa und USA. Und Sie sehen es eben, man kann alles bewerkstelligen, auch im Light-Bereich, gerade so in dem Bereich zwischen 3,5 und 7,5 Tonnen mit einer Brennstoffzelle. Aber da reicht für die Last-Mile-Delivery zumeist ein nur batterieelektrisches Fahrzeug. Natürlich kann man auch, und da sehen Sie es auch im oberen linken Bereich, batterieelektrische Sattelzugmaschinen bewerkstelligen. Aber fahren Sie mal den Brenner 90 Kilometer nach oben mit einem 44 Tonnen vollbeladenen Fahrzeug. Da wird dem batterieelektrischen Fahrzeug relativ schnell die Luft ausgehen. Und da ist eben ein Use Case, ich nenne es immer der San Pellegrino Laster, der komplett voll ist auf dem Brennerpass. Diesen brauchen Sie dann im Optimalfall nicht mehr zu laden, sondern mit einer Brennstoffzelle und Wasserstoff im Tank können Sie diese Tour durchfahren. Und das sind die Ansätze, die wir eben auch fokussieren mit sowohl unserem Retrofit-Business als auch unserem Mobility, sprich OEM-Business. Sie sehen, wir können Batterieleistungen oder Battery Packs zur Verfügung stellen, und zwar schon heute. Wir haben Light-Truck-Lösungen bis zu 7,2 Tonnen und bieten eben auch eine Fuel-Cell-Lösung an im Jahr 2023, wo Sie eben auch ein brennstoffzellenbetriebenes Fahrzeug als Light-Truck haben von Quantron. Und die komplette Palette geht dann weiter über Heavy Truck bis zu 49 Tonnen für die USA relevant und eben auch unsere Busse im Bereich kleiner 12 Meter, aber eben auch im Bereich 12 Meter plus, wo wir sowohl batterieelektrische Lösungen heute schon haben oder eben auch forcieren für die Zukunft als Brennstoffzellenbus und eben das auch bei uns in der Entwicklung gerade vorantreiben. Zum Prozess auch nochmal erklärt, zum Retrofitting-Prozess. Sie können den Fahrzeuglebenszyklus, und das ist immer eine Total Cost of Ownership Thematik und eine Fragestellung, Sie können den Fahrzeuglebenszyklus durch das Thema Repowering verlängern, indem Sie ein gebrauchtes Fahrzeug eben retrofitten oder eben ein neues Fahrzeug retrofitten. Beide Möglichkeiten sind gegeben. Der Prozess ist relativ klar. Gebrauchtes Fahrzeug oder neues Fahrzeug. Powertrain geht raus, sprich der Dieselantriebsstrang wird sauber herausgearbeitet, verpackt, geht in einen Sekundärmarkt und dann kommt die E-Maschine, dann kommt der Akku mit rein und letztendlich auch für den Kunden, aber auch für die After-Sales-Umfänge wichtig. Es wird auch trainiert, wie handle ich dieses Fahrzeug und wie kann ich dann letztendlich auch mit diesem Fahrzeug unterwegs sein. Das ist unser Retrofit-Business und einer unserer, ich würde sagen, Premieren haben wir auch vor zwei Wochen in einer internen Veranstaltung gemacht, unser Quantron QHD batterieelektrischer Sattelschlepper. Bis zu 50 Tonnen und mit 280 Kilowattstunden Batterie. Das ist das Fahrzeug und letztendlich hat das Fahrzeug eben auch gerade für den
Verteilerverkehr, für die Anwendungsfälle in der Logistik, die mit 180 bis 200 Kilometer Range vonstatten gehen und eben mit den Batterien, die auch LFP-Batterien sind, ein gutes Angebot und ein fantastisches Angebot eben für die Anwendungsfälle, die hier relevant sind. Wir haben ein separates eigenes Design in dem Fahrzeug auch umgesetzt, haben eine Long-Distance-Cabin, das sprich, man kann dort eben auch nächtigen in dem Fahrzeug und wir haben eine Charging Power bis zu 150 kW DC, sprich, man kann das Fahrzeug relativ schnell wieder aufladen und eben das ist die perfekte Lösung für Distribution Traffic und den generellen Cargo-Transport. Als weiteren Lösungsansatz, den wir in der Firma Quantron eben auch bewerkstelligen, für Städte, für den urbanen Verkehr und die urbane Transferierung, die lokal passieren muss von Menschen, die zur Arbeit pendeln, die zur Kita fahren, haben wir unseren Quantron Cisaris. Unseren 12-Meter-Bus, voll elektrisch mit LFP-Batterien von CATL, haben in dem Bus, und das ist sehr, sehr ein, ich würde mal sagen, starker und eben stolzer Wert, auch 370 Kilometer Reichweite in unserem großen Akkupack mit 422 Kilowattstunden. Und das reicht für die meisten Anwendungsfälle eben auch in den städtischen Betrieben, für München, für Jena, für Augsburg absolut aus. Können bis zu 95 Menschen transportieren, sitzend und stehend kombiniert, haben ein Mirror-Eye-System mit eingebaut, um eben auch die Sicherheit, Stichwort Abbiegen, Unfälle dann auch zu bewerkstelligen. Und diesen Bus gibt es als 2 oder 3 Türenversionen, eben voll elektrisch und auch eben von Quantron aus Augsburg. Wichtig und nach diesem Fahrzeug möchte ich gerne auch tiefer eingehen auf unsere Weltpremiere, die wir gerade eben vor 2 Wochen auch gelauncht haben, und zwar unseren Quantron Cargo 4 e.V., die optimale Lösung für die nachhaltige Last-Mile-Delivery. Und diese Weltpremiere haben die ein oder anderen von den Pressevertretern, auch von den Kunden und Investoren, die wir eingeladen haben, vor 2 Wochen hier verfolgen können. Und das ist das Fahrzeug, das ist die Hero Shot. Sie sehen das Fahrzeug in einem Film, den würde ich dann auch im Nachgang nochmal auf YouTube und auf unserer Website zur Verfügung stellen. Aber letztendlich haben wir mit diesem Fahrzeug etwas erreicht, was wir über die letzten Jahre und Monate forciert haben. Wir haben jetzt die Last-Mile-Delivery-Lösung als Q-Mobility-Business-Unit auch von Quantron. Sprich, Sie können das Fahrzeug heute bei uns bestellen. Das Fahrzeug hat 350 Kilometer LTP. Simulierte Reichweite, wenn Sie es beladen, landen wir irgendwo bei 200, 230 Kilometern. Wir können natürlich das als Kabine-Chassis zur Verfügung stellen oder eben mit dem Boxbody, den Sie hier auch sehen, bis zu 22 Kubik. Wichtig ist, es hat einen Radstand von 3,3 Meter. Das ist für die Innenstädte optimal, das ist für die Belieferung von Drogeriemärkten, von Supermärkten in den Innenstädten optimal. Das kann aber auch genutzt werden, natürlich für die steigende Anzahl von Auslieferungen, insbesondere im Paketbereich in den Innenstädten. Mit unserem eigenen Design und eben, so wie ich es gesagt hatte, die perfekte Lösung für die City Distribution und Last Mile Delivery. Stichwort Amazon Prime Lieferung, Stichwort auch eben jegliche Lieferung, die Sie auch für Ihre Logistikbedarfe in den Innenstädten haben, wo man vielleicht auch in Zukunft stärker auch nicht mehr reinfahren darf, wenn man eben nicht elektrisch mit dem Fahrzeug dort aufschlägt. Das passiert in Stuttgart, das passiert in Paris, in London und das wird stärker eben auch forciert werden. Sie werden mit diesen Fahrzeugen nicht mehr rein können. Wir haben hier eine Lösung und die schaut sogar gut aus. Zusammengefasst, wir haben viel, viel mehr Fahrzeuge. In Summe haben wir über 20 Fahrzeuge im Portfolio, aber ich habe Ihnen heute den Quantron Cisaris Bus als voll elektrischen Bus gezeigt, den Quantron Cargo in der Mitte, den QHD links unten. Wir haben natürlich auch die Dailies, die bei IKEA fahren und eben auch unseren Iconic, den Sie hier unten sehen, als Müllsammelfahrzeug voll elektrisch und mit 280 Kilowattstunden Batterie, der eine komplette Schicht durchfahren kann auch.
Wir können wasserstoffbasierte Lösungen auch umsetzen und am Ende werden noch weitere Fahrzeuge folgen. Dies in Summe sind die Fahrzeuglösungen. Aber dabei soll es nicht bleiben. Ich hatte es eingangs erwähnt, wir planen in Zukunft Quantron as a Service als Ökosystem umzusetzen. Und die Fahrzeuge sind natürlich ein zentraler Bestandteil dessen. Aber wir werden in Zukunft eben auch das Thema Grünstromproduktion forcieren, genauso wie das ganze Thema Elektrolyseur, der dann bei uns auf dem Gelände oder bei unseren Kunden grünen Wasserstoff dann speichert, um diesen dann umzusetzen in Energie oder eben unsere Fahrzeuge aus der eigenen Flotte, aus ihrer Flotte betanken zu können. Bei den Quantron generierten Tankstellen, wo wir sie eben auch gerne beraten und zur Verfügung stehen, um das auch umzusetzen. Alles in allem dient das dem ganzen Thema von grüner Energie und grün produzierten Wasserstoff dem Kunden eine Lösung anzubieten, um Green Transportation Solutions grüne, nachhaltige Logistik anbieten zu können. Das ist unsere Vision. Das ist auch unser Thema, das uns hier bewegt und antreibt und wo wir eben unseren Kunden, unseren Partnern auch Lösungen zur Verfügung stellen wollen. Ich möchte nur sagen und bin auch gleich froh, wenn ich Fragen von Ihrer Seite erhalte, bleiben Sie am Ball mit uns, folgen Sie uns, wir werden uns wiedersehen auf der IAA in Hannover. Dort werden wir eine nächste Weltneuheit im Wasserstoff- und Brennstoffzellenbereich eben auch launchen. Und an dieser Stelle würde ich mich gerne bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und stehe für Fragen und eben auch für Diskussionen zur Verfügung. Die Welt braucht nachhaltige Lösungen, Zero Emission Solutions for People and Goods, für Menschen und für Güter. Quantron hat hier Lösungen parat. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Lischka, für den Vortrag. Wir haben eine Frage. Was kostet die Umrüstung eines Dreiachsers auf elektrischen Antrieb? Also wir haben unterschiedliche Modelle. Da gibt es nicht den Preis, sondern es kommt immer darauf an. Ja, das ist wahrscheinlich eine Antwort, die man ungern hört. Aber es kommt immer darauf an, was will ich drin haben? Wie groß ist die Batterie? Was ist an dem Fahrzeug noch zu tun? Und natürlich, eine Batterie hat eine kleine, eine mittlere, eine große Ausprägung und Sie können dann davon ausgehen, wenn eine Brennstoffzelle noch hinzukommt, haben Sie ganz andere Komplexitätskosten und Integrationskosten. Aber wir sind da irgendwo in dem Bereich von einem fünfstelligen Eurobetrag, den man natürlich dann nach oben drehen kann. Je mehr Batterie, wissen Sie auch, die Batteriekosten sind irgendwo bei zwischen 150 und 100 Euro, je nachdem, was für eine Batterie Sie nehmen. Und wenn Sie da eine 100 Kilowattstunden Batterie haben, sind wir da bei 15.000 Euro plus natürlich alles, was die Batteriekosten dann noch betrifft. Wandler, AC/DC, aber auch die ganzen Leistungselektronik. Also ich würde mal sagen, für die kleinste Variante nehmen Sie da einen Bereich irgendwo von 40.000 bis 50.000 Euro und das kann man dann nach oben dann aufwärts gestalten. Vielen Dank. Fragen haben wir bis jetzt keine neuen dazugekommen. Sollten Sie noch welche haben, können Sie gerne an info@sb-akademie.de werden wir die weiterleiten. Vielen Dank für den Vortrag, Herr Lischka. Vielen Dank an alle, die teilgenommen haben und zugehört haben. Nochmal die Info in Ihrer Chatleiste. Den Link zum kommenden Vortrag Volvo für E-Mobilität. Dann wünsche ich allen noch einen schönen Tag und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen, vielen Dank. Servus.